Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu The Medium. Wir, und das sind du und ich, haben jetzt genug Kraft gesammelt und können durch diesen riesen Mottenschwarm hindurch. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe nur, das reicht auch hier komplett aus. Oh mein Gott, ist das widerlich. Okay. Können wir weiter hoch oder runter wahrscheinlich weniger? Was ist das? Ich hab Angst, dass ich gleich hier irgendwie doch mal mit irgendwem Kontakt habe. X. Jetzt muss ich erstmal die Tasten wieder gucken. Spiel so selten mit dem Xbox-Controller. Nichts damit zu tun, dass ich die Xbox nicht mag. Allerdings bin ich den PS4-Controller doch etwas mehr gewöhnt. Okay, da ist wieder so eine ekelhafte Tür. Ist das Skin? Ja, das weißt du doch schon. Jetzt fragt ihr es zum zweiten Mal. Das hat sie beim ersten Mal schon gefragt. Ist das Skin? Ja, wird immer noch Haut sein. Aber dahinter sind schon wieder Motten. Ich befürchte, dafür reicht unsere Energie dann wieder nicht aus, wa? Ich guck mich nochmal hier oben, ob wir hier irgendwo noch Energie sammeln können. Irgendwo reinkommt. Okay, hier ist aber auch. Vielleicht kann man den ja... Sadness? Trauer? Ach so, ja, so hieß ja das Mädel. Sadness. Hier ist aber kein Sadness drin. Sie ist auch, glaube ich, eher in die andere Richtung gelaufen. Manchmal weiß ich gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Links oder rechts? Am besten da, wo es nicht so eklig ist. Ne? War hier nicht auch irgendwas ein Aufladeding? Ne? Ach, jetzt weiß ich, wo wir sind. Mein Gott, bin ich was dämlich. Aber ich glaube nicht, dass wir mit dem bisschen Energie am Arm da durchkommen. Ich weiß ja nicht, ob wir rennen können. Wenn ich dieses Schutzschild habe. Nein. Rennen können wir dann nicht. Okay, wir haben das doch gerade eben überlebt. Okay, es normalisiert sich alles wieder gut, okay. Hm.
Der Himmel steht in Flammen, Explosionen hallen in der Wildnis wieder. Funken regnen auf die Ruinen von Fort Pulaski. Einer einst undurchdringlichen Festung, mein Gott, die während der Offensive gegen Hitlers Streitkräfte 1945 Schauplatz einiger der heftigsten Auseinandersetzungen war. Diesmal waren es jedoch nicht Bomben oder Mörserfeuer, die den Nachthimmel erhellten, sondern ein spektakuläres Feuerwerk anlässlich der großen Eröffnung des Niva Falls Resorts. An der Veranstaltung nahmen durch die Leitung der Partei nahm auch die Leitung der Partei teil. Darunter der erste Sekretär, der bei der Gala Folgendes zu sagen hatte. Möge dieser Ort des siegreichen Kampfes gegen die Mächte des Bösen zu einem Ort der Erholung für das arbeitende Volk der Republik in Zeiten des Friedens und des Wohlstandes weichen. Das historische Wahrzeichen, das im Januar 1945 von der heldenhaften Roten Armee befreit wurde, wird derzeit renoviert und demnächst für die breite Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Niva Falls Resort wird Ende Juni seine ersten Gäste begrüßen. Das jetzt umdrehe, kann ich trotzdem nicht weiterlesen. Okay. Was gibt's hier sonst noch Feines? Nase geklangen, Mensch. Es ist beinahe fertig. Das Hauptgebäude ist besser gelungen als erwartet. Jetzt geht es nur noch darum, die wenigen sichtbaren Teile des Resorts fertigzustellen. Verdammt, dieser Ort ist einfach perfekt abgelegen, friedlich, weit ab von neugierigen Augen, vor allem Augen versteckt. Es hat etwas Überzeugungsarbeit benötigt, damit wir beide bleiben durften. Zum Glück hatte ich recht überzeugend sein, kannte ich recht überzeugend sein, wenn es darauf ankam. Oh ja, ich glaube, mir ist endlich etwas eingefallen. Ich werde es Niva nennen. Old invoices. Outdated documents. Wonder why someone put them out here. That's a good question. Oh yeah. Thomas Nikowski. Huh? Thomas! This is Thomas! Hello! Yeah. Okay. Oh. Sadness. We gotta stop meeting like this. I told you to follow me! Take it easy, Sad. This place is huge. It's easy to get lost. Just stick with me. Okay. I'll stick like a tick. You're funny. This... Thomas Rekovich. What? All right. Listen, hon. You said you remembered someone named Thomas. Was it Thomas Rekovich? Was he the manager here? I guess. You think he stuck around? I'm not sure. There was an old man here, very recently, I think. Oh. And you think it was Thomas? Oh, I don't know. Old men all look the same, all wrinkly and old. Blah. Hey, that's not very nice. Well, if he's still around, I've got an infestation to report. Marianne! I feel... I don't think we should be here. It's okay, Sadness. Look, there's no one... here. Sadness? It all hit me as soon as I entered the room. Anguish, fear, longing. What the hell happened here? It still works. Someone's been using it. Too small to fit a door.
ist das alles? My senses jolted as I touched the phone. I could tell it had been used recently. To call me. Okay. Burn marks? Broken glass and... Is that salt? Someone jotted this down recently. 3 Uhr aufstehen, nicht den Wecker ausschalten. 3 Uhr 15 Medikamente, 3 Uhr 30 den Waldweg überprüfen. 4 Uhr zum Hotel die alte Zeitung sortieren. 5 Uhr die Nachforschung fortsetzen, Fotos entwickeln, wenn Zeit ist. 7 Uhr das Büro überprüfen, Bücher nach L sehen. Okay. Wir haben eine Taschenlampe mit. Grand opening, I assume. Hey, is that the first secretary? They must have had some big plans for this place. Okay, so. Weiter nichts drin. Jetzt haben wir noch die Uhr. I could instantly tell there was more to that clock than met the eye. There we go. That's as far as it goes. There. An imprint. Is that... Thomas? Müssen wir die Uhr bestimmt jetzt einfach so stellen, dass As I moved the clock hand, I realized it was a junction between realities. It's rare, but I'd seen it before. Looks like I'm in for another dive. Someone tried real hard to keep this place a secret. Wonder what's in here on the other side. Was soll ich jetzt hier untersuchen? Da ist irgendwas. Wir haben nicht genug Power. Das ist das Problem. Ja, damit könnte man Strom machen und hier ist auch irgendwas auf dem Boden. Mehr halt auch nicht. Wahnsinn.